Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution Video. Und in dem heutigen Video zeige ich euch einen Park, der wurde mir von einem Zuschauer eingesendet, nämlich von Rob. Vielen Dank dafür schon mal. Der Rob hatte nämlich eine richtig coole Idee und das hat er in Jurassic World Evolution gebaut und das zeige ich euch gleich. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr mir immer noch gerne Jurassic World Evolution Parks einschicken könnt. Allerdings so Standardparks und sowas werde ich nicht in Videos bewerten. Ich werde sie mir angucken. Definitiv, aber Videos dazu machen werde ich wahrscheinlich nicht, weil ich das ehrlich gesagt nicht so spannend finde, weil in Jurassic World Evolution ist es halt sehr schwierig, so seinen Park zu individualisieren und so seinen eigenen Stil damit einzubringen, weil in der Regel eigentlich alles gleich aussieht, weil man halt wenig Dekomöglichkeiten hat und so weiter. Allerdings, wenn ihr eine richtig coole Idee habt oder ein richtig cooles Motto, so wie der Rob jetzt heute, dann könnt ihr das gerne einschicken, dann stehen die Chancen sehr gut, dass ich dazu ein Video machen werde. Aber dann braucht ihr wirklich schon eine sehr coole Idee. Und jetzt kommen wir einfach mal zu der Idee von Rob, dann seht ihr mal, was ich damit meine ungefähr. Also, der Rob hatte nämlich die Idee, die World Map, also die Weltkarte, in Jurassic World Evolution nachzubauen. Und ich habe ganz kurz da so ein bisschen reingeguckt, noch nicht viel, aber ganz kurz von oben. Und das hat er schon relativ gut hingekriegt. Allerdings schreibt er auch noch so ein paar Sachen dazu. Er hat zum Beispiel geschrieben, kennst du das? Du fängst an zu bauen und denkst, du hättest noch so viel Platz und Rums. Ist selbst Isla Nublar vollgepackt. Er hat leider nicht mehr die ganze Weltkarte auf Isla Nublar untergekriegt, aber das ist, denke ich mal, halb so wild. Ich werde es euch gleich zeigen, es ist wirklich ziemlich cool geworden. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal in Rob's Park und schauen uns mal die Weltkarte an. Und da sind wir auch schon im Park von Rob angekommen und hier sehen wir auch schon den ersten Kontinent. Das hier ist nämlich Südamerika. Kann man richtig gut erkennen von der Form her. Ist echt sehr gut geworden, muss ich sagen. Zumindest wenn man in Erdkunde ein bisschen aufgepasst hat, dann kann man das ganz gut erkennen. Das heißt, hier wäre so Brasilien, Argentinien hier unten, dann Chile, hier oben Kolumbien und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessant. Man kann es wirklich richtig gut erkennen. Du hast hier sogar diese ganzen, wie heißen die denn? Atlantischen Inseln? Heißen die so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese ganzen Inseln, die da hinten bei den USA halt liegen, hast du da auch alle eingezeichnet. Hier oben ist dann Mexiko, das ist ungefähr bis hier so. Und hier oben geht es dann mit der USA weiter. Dann kommt hier Kanada und hier oben kommt Grönland. Also das ist wirklich von der Form richtig gut nachgebaut. Ich hoffe, ich kann es gleich euch auch nochmal vernünftig zeigen im Videoschnitt dann. Ich versuche mal hier mit so einem Programm, was ich hier habe, das heißt Nvidia Insel, ein bisschen weiter raus zu zoomen. So, das ist jetzt hier links Südamerika. Ich blende jetzt mal rechts für euch die Karte im Vergleich dazu ein. Und dann könnt ihr wirklich sehen, wie nah das am Original dran ist. Also ich finde, das ist schon wirklich sehr gut gelungen. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt im Schnitt einigermaßen gleich zeigen. Leider seht ihr meinen Mauszeiger gerade nicht, deswegen kann ich euch nichts zeigen. Aber ich finde, die Inselform ist sehr gut geworden und auch oben dieser Übergang zu Nordamerika mit diesen ganzen Inseln rechts und da links bei Mexiko, also da oben links jetzt gerade zu sehen. Das finde ich, ist alles wirklich richtig gut geworden. Und das hier ist jetzt nochmal Nordamerika im Vergleich mit der Weltkarte. Da kann man auch wirklich alles ganz gut erkennen, auch oben das Grönland und sowas. Also es ist wirklich richtig cool geworden. Du hast auf richtig viele Details geachtet. Natürlich oben bei Grönland fehlen da so die ein oder andere Insel. Aber das ist einfach in den Größenverhältnissen hier bei Jurassic World Evolution nicht anders machbar. Ich finde es wirklich schade, dass ich gerade keinen Mauszeiger habe, wenn ich ehrlich bin, weil hier sind so viele schöne Details, die ich euch gerne nochmal zeigen würde. Aber ich kann euch ja mal zeigen, wie das Ganze aussieht aus richtiger Perspektive nochmal. Also, das hier ist Nordamerika. Ich finde es cool, dass du hier, also hier ist ja Mexiko, hier daneben hast du sogar auch noch diesen Strang eingezeichnet. Dann hier oben ist auch nochmal alles vernünftig eingezeichnet. Also das ist richtig cool. Dann hier diese ganzen Inseln und sowas. Ah, das sieht schon alles sehr schön aus. Schade, dass man hier keinen Schnee oder sowas machen kann. Das wäre richtig cool. Würde ich richtig feiern, weil hier oben ist ja auch noch Grönland und so ist ja, glaube ich, relativ viel mit Schnee und sowas bedeckt. Ich frage mich natürlich auch, ob du wirklich in die passenden Kontinente und Länder die richtigen Dinosaurier gepackt hast. Das können wir sicherlich gleich herausfinden. Beziehungsweise wir gehen die gleich mal durch, die Dinosaurier. Und dann könnt ihr mir die in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so weit stimmt. Weil das wäre natürlich richtig nice, ne? Wenn man die Welt nachbaut und dann die Dinosaurier an die richtige Stelle positioniert. Wir gehen jetzt mal rüber zu Europa. Beziehungsweise erstmal zu Afrika, weil Afrika liegt ja unter Europa sozusagen. Das hier ist nämlich Afrika. Also ich finde auch hier ist die Form sehr gut geworden. Du hast auch wieder auf die Gewässer richtig geachtet, dass die hier vernünftig eingezeichnet sind und sowas. Also das ist schon
ziemlich cool. Auch gerade die Gewässer zwischen Europa und Afrika, die hast du auch wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail eingezeichnet. Mega cool. Und ich erkenne auch oben schon ein kleines Highlight, das werde ich euch gleich zeigen. So, ich denke mal, jetzt habt ihr genug die Weltkarte gesehen. Im Vergleich, das hier ist Afrika, das ist auch relativ sandig und so gemacht. Sehr cool. Und ja, ich finde es mega nice, dass du hier wirklich diese ganzen Gewässer und sowas eingezeichnet hast, wie sie auch in der Weltkarte sind. Und man kann sogar hier oben den Stiefel von Italien erkennen. Das hier soll der kleine Stiefel von Italien sein. Richtig cool. Und auch hier diese ganzen Gewässer zwischen Europa und Afrika, die kann man wirklich mega gut erkennen. Da hast du dir so viel Mühe gegeben. Also man kann auf jeden Fall sehen, dass das von der Weltkarte kommt. Ah, hier ist wirklich jedes Gewässer eingezeichnet. Also richtig krass, wie viel Arbeit du hier reingesteckt hast. Ihr müsst sonst einfach mal, wenn ihr einen zweiten Bildschirm habt oder so, die Weltkarte am besten nebenbei aufmachen, weil ich glaube, es wird ziemlich schwierig, das immer für euch vernünftig einzublenden. Aber ich kann euch sagen, es ist wirklich super gut gemacht. Gehen wir mal kurz auf Europa nochmal ein. Das jetzt hier ist Europa. Das heißt, Deutschland wäre ungefähr. Das hier ist Dänemark. Ach, ihr könnt ja meinen Mauszeiger wieder nicht sehen. Och Mensch, zeige ich euch gleich. Aber das ist echt ein bisschen nervig. Also, das ist jetzt hier Europa links und rechts ist schon so ein bisschen Asien. Habe ich wahrscheinlich gerade verdeckt, weil ich die Weltkarte darüber einblende oder so. Mal schauen. Und ja, das hier ist Europa sozusagen. Das heißt, hier oben wäre Dänemark. Hier wäre dann irgendwo Deutschland. Hier so in dem Bereich. Dann würde hier irgendwo Frankreich kommen. Spanien, Portugal. Hier Italien, hier unten beim Stiefel. Hier wäre Griechenland. Hier irgendwo Polen. Und so weiter. Also man kann es wirklich richtig gut erkennen. Hier ist dann logischerweise Schweden, Norwegen und hier ist Finnland. Die Gewässer hast du, also diese Gewässer hast du wirklich alle richtig gut eingezeichnet. Ich vergleiche das die ganze Zeit gerade auf dem zweiten Bildschirm mit der Weltkarte und ich bin wirklich beeindruckt. Weil sowas ist echt schwer einzuzeichnen in Jurassic World Evolution. Ja, weil mit Wasser zu arbeiten ist halt sehr kritisch. Mit diesen riesen Tools, da hast du sicherlich lange dran gesessen, kann ich mir zumindest vorstellen. Und ja, hier haben wir nochmal so einen kleinen Besucherbereich, der ist aber jetzt erstmal für uns uninteressant. Und hier ist dann noch Asien. Hier hast du Asien. Asien hat leider nicht mehr ganz drauf gepasst, was sehr, sehr schade ist. Aber kann man nicht ändern. Das hier dürfte. Okay, das hier ist zum Beispiel Indien. Das kann man ganz gut erkennen. Das hier ist Indien. Hier unten hast du noch diese ganzen Inseln, die dann runterführen zu Australien. Australien wäre dann irgendwo hier gewesen. Das hast du leider nicht mehr ganz drauf gekriegt. Ich glaube, Asien ist auch leider nicht mehr ganz drauf, so wie es aussieht hier. Ich glaube nicht. Und Neuseeland und so viel logischerweise dann auch. Das ist ja noch weiter rechts neben Australien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, so rechts unten von Australien müsste das sein. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Dinosaurier eben an. Gehen wir dazu als allererstes nochmal nach Südamerika. Dann sind wir mal in Südamerika und dann schauen wir uns mal die Dinos an, welche wir hier finden. Oh, das ist sogar die Landschaft hier voll schön gestaltet. Mega cool. Hier sieht echt gut aus. Wir haben auf jeden Fall hier den Dreadnoctus Argentinosaurus. Argentinosaurus. Hä, wieso hier mit Y? Was ist denn da passiert? Ist das jetzt der Dreadnoctus oder der Argentinosaurus? Hast du den einfach als Platzhalter genommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich kenne mich da ja leider nicht ganz so gut aus. Und wir haben hier noch den Giganotosaurus, auch mit Y. Der hobelt hier gerade so ein bisschen rum. Ja, auch cool. Haben die beiden denn unten in Südamerika gelebt? Würde mich mal interessieren. Ich meine, früher zur Dino-Zeit waren die ganzen Kontinente ja auch noch ein bisschen anders, ne? Also von der Form her und sowas. Gehe ich zumindest von aus. Und hier haben wir. Ah, kleine Dinosaurier. Hier haben wir den Deinonychus. Weißt du auch Deinonychus? Das dürfte ungefähr. Was haben wir denn hier? Das dürfte Brasilien sein. Ja. Das hier ist Brasilien. Der Deinonychus in Brasilien. Stimmt das? Schreibt es in die Kommentare gerne. Und hier haben wir den Torosaurus und den Uranosaurus. Das läuft da. Cool aus, der Skin. Ich weiß gar nicht, ob ich momentan Mods installiert habe. Ich glaube nicht. Ja, was dürfte das denn hier sein? Dürfte Kolumbien und sowas hier oben sein, oder? Ich glaube schon, wenn ich das gerade richtig sehe. Also hier haben wir den Torosaurus und den Uranosaurus in Südamerika.
Schreibt wirklich gerne mal in die Kommentare, ob diese Dinosaurier hier wirklich in Südamerika gelebt haben, die ich euch gerade gezeigt habe. Hier bei diesen Inseln haben wir den Suchomimus. Ah, cool. Macht natürlich Sinn, ne? Bei Inseln so einen Wasserdinosaurier zu nehmen. Aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Na gut, ich weiß halt nicht, wie früher hier der Kontinent aussah, ne? Wahrscheinlich war hier gar nicht so viel unter Wasser damals. Was haben wir hier? Sauropelta. Oh, interessant. Das ist jetzt so Mexiko. Mexiko dürfte das ungefähr sein. Honduras, Mexiko, Costa Rica. Sowas in diese Richtung. Und den Stegimoloch haben wir hier auch noch. Interessant. Auch sehr schönes Gebiet hier mit den Felsen, dem Sand. Sehr schön gemacht. Und das hatten wir gesehen. Dann kommen wir schon zu den United States, also zu Amerika. Nordamerika, USA, Parasaurolophus. Und was sehen wir hier noch? Den Triceratops. Ach, wie schön. Was ist das denn für ein Skin? Was ist das denn für ein Skin? Wartet mal. Habe ich hier irgendeinen Mod noch installiert? Den kenne ich nicht. Habt ihr diesen Skin schon mal gesehen? Kann gut sein, dass ich noch irgendeinen Mod installiert habe. Der Skin sieht irgendwie voll cool aus. Der sieht so aus, als wenn der bemoost wäre oder sowas. Lauf mal in die Sonne, Kleiner. Mal stehen. Seht ihr das? Die Haut ist so richtig, als wenn der so, als wenn Moos auf ihm wächst. Ich glaube, das ist noch die Jurassic Park Mod, oder? Also ich habe diesen Skin noch nie gesehen vom Triceratops. Sieht aber cool aus. Definitiv cooler Skin. Aber das ist, glaube ich, echt kein Originalskin. So, was haben wir hier noch? Dann kommen wir schon weiter oben nach Kanada, dürfte das hier sein, oder? Bin ich jetzt verwirrt? Nee, Kanada und hier oben links ist nochmal United States bei Tyrannosaurus. Bei Tyrannosaurus. Ja, wieso ist denn die United States so getrennt? Ich sehe das gerade auf der Weltkarte. Okay, das wusste ich gar nicht, dass da links auch nochmal United States kommen. Brachiosaurus haben wir hier in Kanada. Sehr schönes Gehege, ne? Schaut euch das mal an, wie schön das aussieht. Oh, richtig idyllisch. Hier könnte ich so durchfliegen. Mit der Kamera. Voll schön, mit den Redwood Trees im Hintergrund. Boah, richtig cool. Sieht echt toll aus. Ah, ich liebe den Brachio aber auch. Ganz toller Dinosaurier. Und da oben haben wir noch den Tyrannosaurus Rex gesehen. Auch mit einem coolen Skin. Dürfte, glaube ich, auch kein Originalskin sein. Ich glaube, ich habe hier wirklich noch einige Mods drin. Ich habe aber gerade auch nicht auf dem Schirm, welche Mods ich installiert habe, wenn ich ehrlich bin. Nee, das ist aber auch kein... Entschuldigung, kein Originalskin. Ist auch definitiv ein Modskin. Okay, gehen wir weiter. Sonst werden wir hier nie fertig. Das haben wir gesehen. Dann gehen wir oben nach Grönland. Der Baryonyx. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Der damals in Grönland gelebt hat. Ich glaube, der Meteorit, der damals die Dinosaurier ausgelöscht hat, der ist ja auch irgendwo in Nordamerika eingeschlagen. Kann das sein? Ich habe letztens noch eine Doku darüber gesehen. Der ist irgendwo hier oben eingeschlagen, glaube ich. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, wo das war. Aber irgendwo hier oben in Nordamerika war es, glaube ich, ist der eingeschlagen. Aber ich finde Grönland auch mega cool. Das Grönland halt sehr flach gebaut. Aber ich finde das cool, dass du die Formen wirklich so richtig gut dargestellt hast. Und hier ist noch Iceland. Ach cool, gehen wir mal rüber zu Afrika. Afrika haben wir hier unten. Südafrika, Namibia, Simbabwe, Angola und so weiter ist das hier. Da haben wir den Mayungasaurus. Interessant. Den Mayunga. Auch cooler Dinosaurier. Wobei ich den in Jurassic World Evolution gar nicht so cool finde. Vielleicht kommt ja nochmal mit einer Mod ein cooles Rework dafür raus. Beziehungsweise gibt es wahrscheinlich schon. Hier haben wir den Nigersaurus. Das ist jetzt so Mali, Nigeria, Niger und Algeria. Gut, das macht natürlich Sinn, ne, dass der beim Niger ist. Der ist auch cool. Der hat übrigens auch eine sehr coole Animation, wenn ein Fleischfresser den angreift. Weil das ist der einzige Sauropode, wo auch Fleischfresser, also normale Fleischfresser wie der Tyrannosaurus zum Beispiel, den die erlegen können, weil der halt so klein ist. Die sieht mega cool aus. Vielleicht kann ich euch die nochmal in einem extra Video zeigen.
Habe ich nämlich mir, glaube ich, noch nie selber angeguckt. Habe ich nur, auch nur auf YouTube gesehen bis jetzt. Hier haben wir Somalia, Tschad, Sudan, Ägypten. Also hier ist auch einiges. Da haben wir den Struthiomimus. Wobei Ägypten war gelogen. Ägypten ist, glaube ich, eher hier. Struthiomimus haben wir hier auf jeden Fall. Weiß nicht, ob das wirklich so war, dass die da gelebt haben. Ich kann es mir teilweise vorstellen, teilweise nicht. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass der Baryonyx in Grönland gelebt hat. Kann aber natürlich sein. Hier haben wir den Euoplocephalus. Das ist jetzt, ja, Saudi-Arabien, Ägypten, so. Die Richtung würde ich jetzt schätzen auf den ersten Blick. Ja, Iran, Pakistan, so in diese Richtung geht das. Hier vorne. Ja, wir gehen aber erstmal nach oben, nach Europa. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Nee, sieht gut aus. So, jetzt sind wir in Europa. Gut, das ist breit gefächert, ne? Hier ist halt alles Mögliche. Hier unten Italien. Hier dürfte auch noch... Ja, Deutschland ist hier auch mit drin. Also hier ist einiges mit drin. Eigentlich fast ganz Europa in dem Gehege. Hier haben wir auf jeden Fall Iguanodon und Compsognathus. Oh, interessant. Da ist der Iguanodon. Auch ein schöner Skin. Oh, das ist auch noch von der Mod, oder? Ich glaube schon. Bin mir da echt unsicher mittlerweile, was Original und was Mod ist. Weil ich eigentlich momentan nur noch mit Mod spiele. Und den Kompi natürlich. Den kann man natürlich sehr schlecht wieder erkennen hier. Der läuft ja auch ein bisschen rum. Dann oben drüber haben wir noch die ganzen nordischen Länder. Schweden, Norwegen und so weiter. Finnland. Da haben wir den Diplodocus. Diplodocus. Und den Mayasaurer. Diplodocus hat der mit dem Allosaurus gelebt? Ich habe immer so die Szene im Kopf bei der Dokumentation mit Big L, dass der Diplodocus gejagt hat oder versucht hat zu jagen in der Gruppe. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung. Ich finde das mega cool, dass du das so nachgebaut hast. Wenn die Dinosaurier wirklich richtig sind, dann Hammer. So, jetzt kommen wir mal nach Asien. Wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller hier. Asien, was haben wir denn hier? Ach du Schande. Dürfte das denn sein? Waren wir nicht hier gerade schon in dem Gehege? Euoplocephalus. Oh, den Dryosaurus haben wir gar nicht gesehen. Glaube ich. Aber der ist ja auch noch beim Euoplocephalus. Hier waren wir gerade schon. Das war Iran und sowas. Hier oben ist dann natürlich Russland. Hier haben wir den Centaurosaurus und den Chunkingosaurus. Das ist der Centaur. Und im Hintergrund seht ihr den Chunkingosaurus. Da ist der. Oh, auch süß, ne? Russland ist ja auch riesig. Hier ist auch noch Russland. Oh, Velociraptor. Aber ich glaube, das kommt sogar hin, wenn ich mich so an diese Map erinnere, wo diese Ausgrabungsstätten waren. Der Velociraptor war, glaube ich, irgendwo hier oben. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das dürfte das Weibchen sein von 2001. Ne, 1997 logischerweise. Da war ich gerade verwirrt. Das Weibchen von 2001 war ja das andere. Dann haben wir hier noch den Dilo. Dilophosaurus war schon richtig. Das ist... Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Ich komme ganz durcheinander. Ah, das ist Indien hier unten. Das ist Indien, Pakistan und sowas. In diese Richtung. Hier haben wir den Dilophosaurus. Kann gut sein, dass der hier gelebt hat. Kommt, glaube ich, auch hin von der Ausgrabungsmap her. Dann haben wir hier, das sind diese ganzen Inseln, die nach Australien führen. Da haben wir den Spinosaurus. Da weiß ich nicht, ob der auf der Karte da unten war. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendeine Ausgrabungsstätte unten bei diesen Inseln waren, die zu Australien führen. Aber auch cooler Skin, den mag ich richtig gerne. Aber der Spino hat ja sowieso sehr coole Skins. Okay, weiter geht's. Hier haben wir dann nochmal den Sinoceratops und den Gallimimus. Das ist jetzt zu China, ne? Ungefähr, ja doch, das dürfte China sein hier. Ich hoffe, ich bringe hier nichts durcheinander. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch mein Lieblingsskin für den Sinoceratops. Und da hinten laufen die Gallis rum. Sehr schön. So, und hier oben, das hatten wir das gerade schon gesehen, das ist auch Asien. Ach ja, da waren die Velociraptoren. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben alles soweit durch. Ist schon sehr cool geworden. Schade, dass du nicht mehr alles drauf gekriegt hast. Hier fehlt noch ein Stück von Russland und natürlich Australien und Neuseeland. Aber trotzdem, eine mega coole Idee. Und ich finde, du hast das richtig cool umgesetzt.
Ich weiß gar nicht, ob auf dieser Map der meiste Platz ist. Kann gut sein, dass auf der anderen Isla Nublar Map mehr Platz gewesen wäre. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber lieber Rob war dein Name, ne? Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich versuche euch das Ganze nochmal eben einmal von... Ach, verdrückt. Von oben zu zeigen. Oh, was geht jetzt ab? So, jetzt seht ihr das Ganze nochmal von oben. Ich finde, es ist wirklich cool geworden. War eine coole Idee. Falls ihr irgendeine coole Idee habt für Jurassic World Evolution, für Park-Bauprojekte, coole Mottos oder sowas, dann dürft ihr es, wie gesagt, gerne einschicken. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Rob, fürs Einsenden. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, welche Dinosaurier hier richtig angesiedelt sind und welche nicht. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, unten dürft ihr auch gerne abonnieren. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.